Wunderschönen guten Tag, Herr Harder. Sie haben es gewagt, das Drehbuch schreiben, Regie führen und selbst die Hauptrolle spielen. Ist Wilde Maus Ihr persönlichster Film bisher? Ja, wahrscheinlich schon. Es ist so die erste Originalgeschichte, die ich mir halt ganz allein habe einfallen lassen. Da ist naturgemäß viel drinnen von mir. Aber es gibt auch einiges, was mich unterscheidet, Gott sei Dank, von der Hauptfigur. Also mit mir wäre dieser Film nicht möglich. Das ist Gott sei Dank so, dass ich da anders funktioniere. Aber die Probleme, die in dem Film so vorkommen, sind sicher Probleme, die mich sehr interessieren. Worum geht es denn in Wilde Maus? Also es geht um einen Mann, der seine Arbeit verliert und sich das nicht gefallen lässt. Ist das ein Witz? Leider nein. Ich verstehe das nicht. Oh, ich mach das ja wirklich nicht gerne. Vielleicht passiert mir morgen dasselbe. Vielleicht kommt morgen für mich jemand, der jünger ist und billiger. Wir können einfach nichts dagegen tun. Sie sind ein feiges kleines Würstel, das alles macht, was die Geschäftsführung will. Sie werden nicht entlassen. Danke für das Gespräch, bitteschön. Es wird Leserproteste geben. Glaube ich nicht. Ihre Leser sind zum Großteil schon tot. Er wird dann sowas wie ein kleiner bürgerlicher Terrorist. Also er macht so kleine Sachbeschädigungen vor der Villa seines Chefs, der ihn entlassen hat. Und gleichzeitig hat er so eine Wut und steht so unter Druck, dass er auch nicht fähig ist, das zu Hause zu sagen. Und spielt dann zu Hause, er geht noch zur Arbeit und führt so ein ganz seltsames Doppelleben, was nicht sehr gut ist für ihn und zu allerlei Verwicklungen führt. Hätten Sie anstatt eines Musikkritikers auch einen Filmkritiker nehmen können? Ich meine, in Wien ist halt so, dass die Musikkritiker für klassische Musik, dass das bis vor kurzem noch so richtige Könige waren, die haben über Karrieren entschieden, die konnten Menschen zerstören, also die hatten einfach mehr Macht. Beim Film ist es so, dass die Filmkritiker nicht diese große Macht haben. Der einzelne Filmkritiker kann nicht einen ganzen Hollywood-Blockbuster runterschreiben und deswegen gehen die Leute nicht ins Kino. Das geht nicht. Ihr Protagonist verheimlicht seinen Rauschmiss gegenüber der eigenen Frau. Er ist kein Meister der Kommunikation. Ist das ein Problem unserer Zeit? Ja, ich glaube, fehlende Kommunikation ist ein Problem jeder Zeit. Ne? Ich glaube, vor 100 Jahren haben Ehepaare über bestimmte Dinge nicht gesprochen, weil die tabuisiert waren. Der Kaffee ist schon wieder sauer. Ich finde, der schmeckt wie immer. Na, entweder ist der Druck zu niedrig in der Maschine, dann ist er sauer, oder der Druck ist zu hoch, dann ist er bitter. Richtig gesagt, erwische ich nicht. Und jetzt reden sie genauso wenig über diese Dinge, obwohl sie nicht tabuisiert sind. Diesen Terroristen nicht einschränken lassen, dass wir unseren Lebensstil weder noch gut verändern. Ja, klar, weil du einen halben Liter Milch drauf hast. Mit so viel Milch schmeckt man gar nicht, wie der Kaffee schmeckt. Militärisch im Irak, in Syrien, Polizei in Europa. Ich geh nur mal schlafen. Also ich glaube, das ist ein menschliches Grundproblem durch alle Jahrhunderte, dass die Leute zu wenig reden miteinander und zu viele Kriege führen. Wie sieht die familiäre Situation von Georg aus? Die familiäre Situation des Helden ist ein bisschen nicht so rosig. Er hat eine Beziehung. Die Frau ist 10 Jahre jünger. Sie wünscht sich ein Kind noch. Er probiert schon seit Monaten, mit ihr eines zu produzieren. Das hat auch nicht hin. Also er steht auch als Mann ein bisschen zur Disposition. Ich weiß nicht, wie ich Vater sein soll in meinen Eltern. Es wird zu wenig gesprochen, wie in vielen Beziehungen. Es ist so eine Beziehung, wie wir sie führen manchmal. Sie haben das Stichwort gesagt, Georgs Männlichkeit.
Seine Männlichkeit wird über den Film immer mehr in Frage gestellt. Was bedeutet denn Männlichkeit für Sie? Das habe ich mich nie gefragt, ehrlich gesagt. Ich habe nicht gesagt, nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich es schaffen soll. Weil du zu feig bist. Wenn ich feig bin, warum komme ich extra heim, wenn du Eisprung hast und schlafe mit dir? Ich glaube, du kommst gar nicht richtig. Was mache ich? Du unterdrückst den Samenerguss. Bist du angerannt irgendwo? Ja, dann sind deine Spermien halt so unbeweglich. Du wirst überhaupt nicht mehr richtig feucht. Da können sich die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Ich war als Kind eher nicht bei der Gruppe, habe mich nicht zusammengeschlossen, war immer ganz schlecht im Fußball. Frühe Männerbündschaften, da war ich nie dabei, ich war immer der Einzelgänger. Habe auch bis heute keine Gruppe von Männern, mit denen ich mich wöchentlich auf ein Bier treffe. Also diese Art von Männlichkeit, mit der kann ich gar nichts anfangen. Ich frage mich das eigentlich nie. Also ich frage mich viele Sachen. Ich frage mich auch zu wenig Sachen. Aber am allerwenigsten frage ich mich, wie das mit der Männlichkeit ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht verdränge ich sie einfach, die Männlichkeit. Keine Ahnung. Vor gut 2 Jahren bei unserem letzten Interview zu Das ewige Leben haben Sie uns gesagt, dass Sie die Angst vor dem Scheitern nie verlieren werden. Wie viel Autobiografisches steckt in der wilden Maus? Ja, ich bin jemand, der nie so richtig gescheitert ist bisher. Aber vielleicht bin ich ja deswegen so wenig gescheitert, weil ich immer den sicheren Weg gewählt habe, weil ich so eine riesen Angst habe vom Scheitern, das kann sein. Jedenfalls habe ich das Scheitern eher immer in die Drehbücher verlegt. Ich habe immer gerne die Geschichten erzählt von Menschen, die scheitern. Wahrscheinlich, weil mich das Problem auch beschäftigt. Vielleicht wird es ja noch mit dem Scheitern. Jetzt habe ich einen Film gemacht. Da sagen ja alle, das ist das Schwierigste. Der zweite Film. Der kommt jetzt vielleicht irgendwann. Vielleicht scheitere ich mit dem dann so richtig. Mal schauen. Ich finde, man sollte schon mal kräftig scheitern im Leben. Das gehört dazu. Ich war mit meinem Sohn, der übrigens auch Georg heißt, letztes Jahr selbst auf der Wilden Maus, einer nervösen und sehr unangenehmen Achterbahn. Ist dies ein Sinnbild fürs Leben? Ja, aber das denkt man sich nicht am Anfang. Am Anfang denkt man sich, die Achterbahn ist schön zu filmen. Aus der Achterbahn raus ist noch schöner zu filmen. Eigentlich Bilder aus. Und dann denkt man sich, ist eigentlich ein schöner Titel. Weil Wilde Maus, das ist ein Filmtitel, wo man sich fragt, was soll das? Das sind gute Titel. Wo die Leute sich denken, ist das ein Kinderfilm? Nein, wahrscheinlich nicht, sonst wird es ja Die Wilde Maus heißen. Das heißt Wilde Maus, was ist damit? So ein Titel mit einem Fragezeichen, das mag ich gern. Für eine Szene am Schluss und das Filmplakat zogen Sie sich aus. Musste das sein? Naja, ich erzähle die Geschichte eines Helden, der alles verliert. Er verliert seinen Beruf, dann verliert er seine Frau. Er verliert alles. Und am Schluss verliert er auch noch die Kleider. Ich finde das sehr konsequent, eigentlich. Das ist einer der wenigen konsequenten Dinge in dem Film. Vor 2 Jahren sagten Sie uns, Sie können nicht Regie führen. Warum sind Sie so unsäglich bescheiden? Das ist für einen ersten Film ganz okay. Viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil ich huste. Ja, deswegen kann man nicht mehr dazu sagen. Wann können wir nach der Wilden Maus wieder mit Josef Harder im Kino rechnen? Ich habe dann eine Zeit, wo ich ein bisschen nachdenke und dann schaue ich, was rauskommt. Ein Film, ein Kabarettprogramm. Ich weiß es noch nicht. Vielen lieben Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Film. Dankeschön.